Ja! Juhu! So, wir sind on Tour heute eine Nachtrunde. Davor waren wir am Gardasee, aber da wollte das Wetter nicht so recht mitspielen. Dann haben wir gedacht, fahren wir im Schnee. Und dementsprechend haben wir gleich ein kleines Lampen-Special für euch. Mehr dazu im Verlauf der Tour. Nico ist zurück. Nee, gar nichts. Ich konzentriere mich aufs Fahren. Es ist ja alles schneeweiß ringsrum. Super schön. Oh! Das Coole beim Biken ist auch, dass man immer perfekt verfolgen kann, wie der Schnee von Meter zu Meter mehr wird. Und währenddessen unten meistens noch relativ wenig liegt, ist dann oben schon so richtig Winter Wonderland. Und ja, teilweise fühlt man sich ein bisschen hart, aber es ist schon wirklich wunderschön. Und gerade wenn er auch so auf den Bäumen hängt, einfach geil. Wow. Da haben wir jetzt Glück gehabt, hier ist schon so ein bisschen eine Spur rausgetaut, weil das schon so eine gemeine Stelle. Oh, jetzt aber. Slippery. Ja! So, das ist Petra vor uns. Ja, yeah, auch von mir gibt es ein paar Uphill-Aufnahmen. Man denkt ja immer, man sieht so sportlich aus, wenn man sich dann selber sieht, denkt man sich, peinlich, aber macht nichts, Hauptsache es macht Spaß. Auf dem Conway ist ja kein Licht drauf und deswegen habe ich jetzt mal die Magic Shine drauf gebaut. Die ist natürlich etwas preisgünstiger als die Lupine, die auf unseren M1 drauf ist. Und dementsprechend schauen wir mal, was die so kann. Also aus, langes Drücken an und dann hat sich eben hier nur eins der beiden Lichter an und mit einem Doppelklick lässt sich das dann jeweils verändern. So, jetzt mache ich mal mein Licht aus. Jetzt haben wir eben diese leichteste Stufe, eine Stufe mehr, noch eine mehr. Ah ja. Extra Fernlicht. Blinken. Also es geht schon sehr weit. Ja. Man hat halt einen Kegel weiter vorne und hier in dem Bereich ist ein bisschen weniger. Wenn ich zu meiner Lupine jetzt rüberschwenke, dann seht ihr von dem Lichtkegel, dann habe ich halt an den Seiten links und rechts jeweils und vorne einen Kegel, der schon sehr stark es hell macht. Und dazu gibt es noch eine Fernlichtfunktion. So, ich habe die Lupine SLX. Und du? Ich habe die Magic Shine Star, haben sie geschrieben. Die hat 3000 Lumen, aber kalt. Also wir müssen jetzt auch schauen, dass wir langsam loskommen. Das ist schon noch mal winterlicher geworden. Yeah.
Auspacken ist ja auch immer ein ganz besonderes Erlebnis, weshalb wir euch daran auch noch teilhaben lassen wollen. Wir verlinken euch die beiden Lampen auch noch in der Infobox und unter dem Video, falls ihr mal draufklicken wollt und euch die Details anschauen möchtet.